Sie machen Sinn. Nach dem massiven Schock geht es jetzt zum einen darum, die Lasten mit den besonders Betroffenen zu teilen. Und die Sozialversicherungen leisten das für die Arbeitnehmer. Ähnliche Instrumente brauchen wir jetzt auch für die Selbstständigen. Und die Kredite sind hier ein erster Schritt, aber wahrscheinlich werden die früher oder später gestundet werden oder sogar teilweise erlassen. Und zum Zweiten geht es darum, dass die Unternehmen, die jetzt von der Insolvenz bedroht werden, dass die davor bewahrt werden. Wenn sie produktiv arbeiten können, brauchen sie Liquiditätshilfen. Aktienkurse widerspiegeln, was die Märkte über die zukünftigen Unternehmensgewinne antizipieren. Und kurzfristig spielt dabei auch eine Rolle, ob Panik ausgebrochen ist oder ob Notverkäufe infolge von Illiquidität stattgefunden haben. Und was wir jetzt vor einigen Wochen oder in den letzten Wochen gesehen haben, ist, dass die Aussichten für die Unternehmensgewinne sich stark verdüstert haben. Aber das wird sich mittelfristig wieder geben. Und wenn die Pandemie dann abflaut, werden sich auch die Aussichten wieder verbessern und die Kurse werden wieder steigen. Die Corona-Krise ist insofern ernster, als sie direkt die Produktionskapazitäten schmälert in der Schweiz und in anderen Ländern. Außerdem ist sie zu einem viel kleineren Teil selbstverschuldet, als es die Finanzkrise war. Eine Finanzkrise kann man vermeiden, indem man das Finanzwesen sinnvoll organisiert. Gegen eine Pandemie kann man sich wesentlich schlechter vorbereiten oder nur zum Teil vorbereiten, so wie das dort einzelne asiatische Länder getan haben. Aber diese Vorbereitung ist sehr kostspielig, sehr teuer und sie hilft auch nicht, die gesamten Folgen der Pandemie abzufedern. Die Renten, die sind so sicher wie die Einkommen, aus denen die Renten finanziert werden. Und nachdem die Krise mittel- bis langfristig wenig an der Produktionskapazität in der Schweiz ändern dürfte und an den Einkommen, die daraus resultieren, dürften sich auch die Renten mittel- und langfristig nicht jetzt wesentlich schlechter darstellen als bisher. Die Arbeitseinkommen der Arbeitnehmer und die Kapitaleinkommen der Eigentümer, die die Renten finanzieren, werden sich wieder normalisieren.